Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal einen Waffenguide und dieses Mal habe ich mir das M1907 ausgesucht. Ich habe mich für die Waffe entschieden, weil ich sie in den letzten Tagen erst für mich so richtig entdeckt habe und sie hat mich direkt überzeugt, dass sie eine der besten Waffen im Spiel ist. Was bei der Waffe direkt heraussticht, sind natürlich die 770 Schuss pro Minute, aber auch nur das relativ kleine Magazin mit 21 Schuss, was bedeutet, dass ihr die Gegner extrem schnell killt, allerdings höchstens 1-2 pro Magazin. Ihr werdet durch die hohe Feuerrate meistens 10-12 Schuss pro Gegner brauchen, was ihr durch die hohe Feuerrate eben nicht wirklich gut kontrollieren könnt. Ich habe mit der Waffe jetzt ungefähr 3 Stunden gespielt und ich habe bis jetzt wirklich nur 1-2 Clips, in denen ich wirklich 3 Gegner mit einem Magazin weghole, wie ihr vielleicht auch am Anfang des Videos gesehen habt. Es gibt nicht wirklich viele Waffen, die im Nahkampf mit der M1907 mithalten können. Dazu zählen aber die Shotguns, wenn der erste Schuss tödlich sein sollte. Denn falls das nicht so ist, werdet ihr mit dem M1907 den Kampf gewinnen. Bei den MPs haben wir die Thompson und die Suomi, die noch mit den M1907 mithalten können. Die Thompson und die Suomi haben mit den erweiterten Magazinen beide 50 Schuss. Die Thompson hat aber eine Feuerrate von 720 und die Suomi eine von 770. So ist die Tommy Gun den M1907 von der Feuerrate her sogar unterlegen. Die MPs sind wegen des größeren Magazins im Nahkampf besser, allerdings ist das M1907 allgemein variabler. Mit kleinen kurzen Bursts von 3-4 Schüssen könnt ihr sogar auf Midrange sehr gut die Gegner damit wegholen. Ihr solltet euch mit der Waffe aber eher im Nahkampf und auf mittlere Distanzen bewegen. Auf eine Distanz bis ungefähr 20 Meter könnt ihr ohne Probleme auch mal mit Dauerfeuer auf einen Gegner draufschießen. Ihr verballert zwar so in ein paar Sekunden das komplette Magazin, allerdings ist die Waffe noch trotzdem sehr gut kontrollierbar. Und wie ich schon zu Beginn des Videos gesagt habe, ist das keine Waffe, um mit einem Magazin 3 oder 4 Gegner zu killen, sondern eine, mit der man die Gegner einfach mal wegsprayt und vielleicht noch einen zweiten dazu holt. Kommen wir jetzt zum Skilltree, wo ich euch nur empfehlen kann, die komplette rechte Seite zu skillen. Als ersten Punkt haben wir da schnelles Zielen, welches euch ermöglicht, schneller anzuvisieren. Normalerweise hat die Waffe nur 16 Schuss im Magazin, durch den zweiten Punkt bekommt ihr aber 21 und diese 5 Kugeln lohnen sich wirklich bei der Waffe. Als dritten Punkt haben wir den individuellen Schaft, mit dem ihr eine bessere Präzision in der Bewegung habt. Und als letzten Punkt den leichteren Schaft, mit dem ihr euch im Visier um 60% schneller bewegen könnt. Die Waffe hat natürlich ganz klare Nachteile auf Long Range, aber denen kann man auch ganz einfach aus dem Weg gehen. Auf Maps wie Hamada oder Flugfeld werdet ihr mit der Waffe nicht so gut spielen können wie zum Beispiel auf Maps wie Rotterdam oder Devastation, wo die Kämpfe im Allgemeinen nicht so auf Long Range ausgerichtet sind. In den meisten Situationen werdet ihr mit der Waffe aber ziemlich gut durchkommen. Sie ist echt nicht schwer zu benutzen und macht beim Zocken auch extrem viel Spaß. Man könnte sie vielleicht ein bisschen als AK in Battlefield 4 einschätzen, allerdings nicht so extrem overpowered. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer probiert die Waffe einmal selbst aus. Sie wird ja gar nicht so oft gespielt, weil sie, glaube ich, von vielen unterschätzt wird, aber sie ist richtig stark, muss man sagen. Ich hätte sie selbst gar nicht so eingeschätzt, weil ich eigentlich nur durch Zufall auf sie gekommen bin, denn die ganze Zeit nur SCG-44, Turn SMLE oder M1-1 zu spielen wird nach einer Zeit auch langweilig. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren und bin auf die M1907 aufmerksam geworden. Zum Glück, denn man spielt sowieso viel zu wenig Waffen, die es eigentlich in diesem Spiel gibt. Man sucht sich ein paar raus, mit denen man am besten klarkommt und lässt den Rest einfach liegen, bis einem wirklich zu langweilig wird und man mal was Neues braucht. Das soll es zu diesem Waffenguide auch wieder gewesen sein. Deshalb verabschiede ich mich auch schon wieder mit einem Ciao, haut rein und bis zum nächsten Video. Man sieht sich auf dem Battlefield.